Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pixelmon. So, ich werde mal schauen, dass diese Folge jetzt nicht allzu lang wird. Ah, das war mit dem Tacher. So. Also wie gesagt, ich werde mal schauen, dass die Folge nicht dieses Mal nicht ganz so lang wird wie die anderen Folgen. Weil ich eigentlich langsam schon ins Bett wollte. Und habe mir gedacht, nee, eine Folge nehme ich jetzt noch auf. Und dann kann ich danach immer noch ins Bett gehen. Hier. Ich glaube, ich schaue mal, dass ich die Musik noch ein bisschen lauter bekomme. Da. Bisschen sehr laut. Aber passt schon.
Das war wirklich eine sehr schöne Musik. Falsche Truhe. Was? Bin doch gerade vor dem Hut und weggelaufen. Ich wollte eigentlich nur gucken. Die Hutut wollen mich heute wohl ärgern. Hier ist wieder irgendwo ein Körper drin. Und ein Tendoxer scheinbar. Da versuche ich jetzt nicht. Wobei. Es könnte auch ein Tintara sein. Bin mir nicht sicher, aber das Risiko gehe ich jetzt einfach. Das Risiko gehe ich jetzt einfach mal nicht ein. Ich sollte langsam mal zusehen, dass ich mir auch Pokémon fange. Anstatt hier immer noch rumzulaufen und quasi nichts zu tun. Legendäres Pokémon ist wieder gespawnt. Wieso ist das eigentlich schon wieder auf Englisch? Mal kurz schauen, wie spät es ist. Ach ja, ein paar Minuten kann ich noch. Bevor ich dann wirklich schlafen gehen sollte. Ich vermisse gerade irgendwie die Musik. Oh, das ist ja niedlich. Ein ganz kleines Wibarak. Ich habe das Gefühl, die kämpfen auch so gegeneinander.
Als hätten die sich da nicht eben so gejagt. Aber ist ja auch nur realistisch, dass die das machen. So, hier ist nichts mehr. Doch, hier. Da schwimmt ein Hutod. Hat ja nichts zu befürchten. In Ark zum Beispiel würde es jetzt von einem Megalodon angegriffen werden. Wenn eines da ist. Oh. Hallo, Glurak. Ich glaube, das Glurak ist festgebackt. Ja, das Glurak ist eindeutig festgepackt. Wieso brennt eigentlich der Schweif hier in der Mitte? Müsste das nicht hier hinten sein? Ach, hier ist ein Aprikoko. Schöner Aprikoko-Baum. Ein Pikachu, Level 39. Und ein Pikachu Level 22, welches scheinbar gerade gegen ein Vibra gekämpft hat und dieses besiegt hat. Das ist niedlich. Das Kleine folgt dem Großen. Ganz schnell alles hier verstauen. Als wenn das Mutter und Kind und die Mutter passt einfach mal auf, während das Kind irgendwie spielt oder so. Na egal, also ich beende den Stream, den Stream sage ich schon. Ich beende dieses Video für heute und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!